Zack, warte. Oh, goddammit, falsches Timing. Nein, wieder falsches Timing. Vorsichtig. Alles cool. So, jetzt springt die nach hinten. Können wir hier rüber? Jawohl. Vorsichtig. What the? Moin Leute, wir zocken mal wieder Happy Wheels, das wohl korrupteste Spiel ever. Zumindest in Kombination mit euren Leveln. Und da machen wir einfach mal weiter. Beziehungsweise beim letzten Mal, wo ich eure Level gespielt habe, haben wir am Ende ja so ein kleines Level abgebrochen. Und da hatten einige in den Kommentaren geschrieben, Mensch, Paluten, könntest du es nicht doch nochmal ein bisschen probieren? Und da ich mir solche Sachen auch immer gerne zu Herzen nehme, beziehungsweise berücksichtige, machen wir das einfach nochmal. Den Text haben wir ja schon gelesen. Hier ist alles Tutti Frutti. Sag ich knackig. Und hier ist die korrupte Stelle, die wir, ja, das letzte Mal nicht ganz so gut gemeistert haben. Warte, nein, nein. Jawohl. Und hier kommen jetzt irgendwo Minen. Nee, da war gar keine Mine. Aber eine Abrissbirne. Ja, komm. Jawohl. Da ist schon der Victory. Wunderbar, machen wir sofort weiter mit Paluten Bottle Run. Hi Paluten, das ist mein erstes Level für dich. Ich hoffe, du spielst gerne Bottle Runs. Yep, bei It's Throw. Okay, It's Throw, YouTube, schau. Ich mag Bottle Runs, auf jeden Fall. Allerdings nicht die, wo ich den Opa spielen muss, denn die haben die Steuerung von dem richtig verhunzt. Der war mal richtig sparsig. Aber jetzt kann man den Opa kann man nicht mehr gebrauchen. Aber jetzt! Elegant. Wie ein junger Sprungwolf. Ich weiß zwar nicht, gibt es Sprungwölfe? Doch, die wohnen in Lateinamerika. Die sind brandgefährlich, weißt du, weil die sind nicht nur schnell, sondern die können auch gute 4 bis 10 Meter weit springen. Ja, müsst ihr mal gucken. Googelt mal ruhig. Nee, dann gibt's mal gleich. So, Ballon Boost von Zocken Andy LP. Hey, Palle, das ist mein erstes Level, also nicht zu viel erwarten. Mit freundlichen Grüßen. Zocken Andy LP, a.k.a. Andy. Okay, da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er a.k.a. Andy da schreibt. So, guck mal hier. Schmackhaftes Level. Los geht's hier. Zack, zack. Ach Leute, gebt euch doch mal mit den Leveln Mühe. Also, tut mir leid, dass das hier 5 Votes und immer noch 3 Sterne. Also das war einfach, erstens hat er da die, was ich schon seit Monaten sage. Bitte Leute, baut nicht 5 Victories aneinander, weil der Sound dann einfach so laut ist und mein Ohr sprengt. Und, ja Leute, ne? Weiter geht's mit Paluten 1234 Nummer 11 von Lukas Rainer 999. Moin Paluten, mein 11. Level für dich. PS, es kam so lange kein Level von mir, weil ich im Krankenhaus war. OP an der Leiste. Oh. Ich hoffe, jetzt ist wieder alles Montobene. Und danach die Seite gesponnen hat. Viel Spaß und hululu. Okay, Lukas. Gucken wir doch mal. Da sieht noch alles ganz gut aus. Oh! Nein! Die Minen. Ey, die Minen sind echt. Die sind wie. Oh, wie Ninjas in diesem Spiel. Oh, uno Sekunde. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Nein! Oh! Elegant mit unserem Sohn, beziehungsweise noch unser Bein. Moment mal. Seht ihr das? Wir müssen mal ganz kurz. Nee, warte. Weil die Blutsettings, die sind so lauchig. Die müssen wir eigentlich mal ein bisschen umstellen. Ich hoffe, dass jetzt hier gleich der Victory kommt. Oh, bisschen Ananas wieder am Stissel. Nach hier unten. Okidoki. Victory, Victory. Ah, wir müssen nur den Coin snacken. Moment. Lass mich da hin. Ist die Frage. Jawohl. Da ist El Victorious. So, warte mal, wir sind hier bei Lukas Rainer. Okay, dann gehen wir mal auf Optionen. Und wollen wir mal Blutsettings? Ja, manchmal, weil manche Leute bauen die Level so übertrieben mit Stuff zu, dass die Level dann leider ein bisschen anfangen zu laggen. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier nicht der Fall sein wird. Und wir sind immer noch auf der richtigen Seite. Zack, zack, zack. Wo ist es denn? Wo ist das Level, was wir gerade gespielt haben? Moment. Ich bin gerade mehr als verwirrt. Moment, nee, 14, da waren wir irgendwo. Bottle Run. Das war von It's Throw. Das, Lukas Rainer. Jetzt kommt Paluten Parcours von Katrin 2000. Hallo Pete Dizzle, unter anderem mein zweites Level. Das Level ist nicht das längste, falls es nicht eingestellt ist. Irresponsible Dad. Viel Spaß. Mit freundlichen Grüßen, Katrin. Okay, Katrin, wir nehmen den Irresponsible Dad. Und ich weiß jetzt schon, oh, okay. So, dich hat's ziemlich erwischt. Aber, wie wir alle wissen, ist uns unser Sohn egal. Okay, 3 Abrissbirnen. Jawohl. Oh, Mine 1, 2, Mine 3, Mine 4. Oh, Alter, wir sind. Das war gar nicht schlecht. Moment. Müssen wir hier hoch?
Weil da war ja links irgend so ein Checkpoint. Okay, jetzt noch die Brücke überqueren. Jawohl! Und endlich mal jemand, der dran gedacht hat, da am Ende so eine unsichtbare Wand rein zu splashen. Richtig schönes Level und verdiente 4 Votes, die Sterne da verteilt haben. Danke, Katrin. Paluten Victory von Happy Wheels CH. Ganz einfach, PS. Okidoki, ganz einfach. Da werden wir noch rausfinden. So, ich möchte jetzt hier mal ein Machtwort sprechen. So, zieht euch das mal rein. Ich weiß nicht, wie diese 2 Votes zustande gekommen sind, ob er sich da selber gepusht hat. Allerdings, wenn ich das Level von Katrin gerade hier vergleichen muss oder von vielen, vielen anderen, die sich Mühe geben mit den Leveln, dort was Schmackhaftes hinzusetzen. Und das ist einfach immer super, super nervig. Also, nur um da mal genannt zu werden, und es verstopft das Ganze. Und ich lebe ja von euren Leveln. Das macht dieses Happy Wheels Let's Play aus. Ich zocke so gerne diese User-Level. Und wenn es dann manchmal irgendwie solche Level sich dazwischen quetschen, dann verschwenden wir Zeit. Und vor allem, ja, ich weiß, ich debattiere jetzt darüber. Aber ich hoffe einfach, dass in Zukunft die Leute einfach mal darüber nachdenken, was für Level sie bauen. Und dass solche Level eher sinnlos sind. Und ja, so gut. Paluten-Trollerlol von Benny Gear. Hey, Palle, viel Spaß. Da hat er noch seinen YouTube-Channel verlinkt. Okidoki. Alter, was geht denn hier ab? Okay. Müssen wir hier runter. Und fallen. Ist da unten... Nee, tut mir leid. Das ist einfach nur unverschämt. Also, ich werde mir das irgendwie notieren oder so, Benny Gear. Und wenn ich von dir nochmal so ein Level sehe, weil der will sich im Grunde genommen nur selbst promoten. Der schreibt hier seinen YouTube-Channel rein, will hier irgendwie genannt werden und rotzt da irgendein Level hin, wo man wie beim Level davor einfach nur runterfällt. Und ich will mich auch nicht jetzt irgendwie beschweren oder so, aber es ist einfach so ein Punkt, ey, mir tut das einfach so wahnsinnig leid für die Leute, die sich wirklich hinsetzen und dann irgendwie ein Level pro Woche raushauen, was dann aber richtig geil ist, und die werden trotzdem nur einmal genannt, werden dann Hans Kammelmeier 27 Level in der Zeit erstellt, aber die alle nur hinrotzt. Und die werden dann eben 27 Mal genannt und Bro, bitte, bitte an euch, überlegt euch das. Also, wäre wirklich nett, weil das liegt mir wirklich am Herzen. So, Paluten Pogo Action von Chewbacca. Hey, Paluten, das ist mein erstes Level. Ich hoffe, es gefällt dir und es ist nicht zu schwer. Chewbacca. Okay, Chewy. Da ist eine kleine Schmackab. Oh, der kam aber gerade was. Warte. Ich versuche nämlich den Schwung zu nutzen, um dann völlig destroyed zu werden. Oh, crap. Warte. Jetzt ganz. Wer hätte eben besser funktioniert? Warte. No! Nein! Unser Ding ist kaputt gegangen! Wir haben den Pogo-Stick zerstört. Das kann nicht wahr sein. So, warte. Jetzt aber. Komm. Nein, und jetzt... Wie... Nein! Oh! Aber das ist doch normalerweise... Das ist der Victory! No! Wir hätten den Victory bekommen! Alter Schwede, den hätten wir gesnackt! Aber dann kam noch die Harpune! Alter, Happy Wheels. Ja, genau. Aber es wäre einfach so perfekt, wenn der Level-Ersteller hier noch die Victories länger gezogen hätte. Weil... Nein! Jetzt, warte, vielleicht einmal nach vorne drin. Zack, warte. Oh, goddammit, falsches Timing. Nein, wieder falsches Timing. Vorsichtig. Alles cool. So, jetzt springt die nach hinten. Können wir hier rüber? Jawohl. Vorsichtig. What the? Ich mach einfach mal weiter. Also dieses Level strotzt ja nur vor Korruptheit. Vor allen Dingen dann mit dem Pogo-Typen und da ist auch nur ein Vote drauf. Ich gehe mal davon aus, dass er das selber war. Paluten macht es von Failer 3D. Hi Paluten, es ist mein erstes Level. Also nicht wundern, was manchmal doof ist oder nicht. Und nicht wundern, wenn was schwebt. Okay. Okidoki, hier fliegen paar Dinge Malone runter. Wir mögen ja Malone. Okay, Sohn. Rest in peace, Bro. Rest in peace. Frag mich, wie oft Timmy schon draufgegangen ist. Oh, nein! Warte. Ich muss... Nein! Wir stecken!
Nein! Warte, 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 warte. Okay, da hat sich die Harpune in unseren Nacken gebohrt. Okay, wir müssen dann früher abspringen. So, zack. Jetzt kommt... Oh! Alter. Und jetzt nämlich hier abspringen. Abspringen! Nein! Oh, Bro. Okay, okay, okay. Go, 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 go. Guck mal, Timmy ist sogar noch mit an Bord hier. Timmy, was ist los? Hui. Okay, 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 okay. Jetzt. Richtig. So, und jetzt abspringen. Das könnte was werden! Yes! Oh yeah! Oh yeah! So, Paluten lila Rope von Plampline. Hier mein kleines Rope-Swing-Level ist nicht so gut. Da es mein erstes ist, aber naja. So. Bewertung sah jetzt eher mittelmäßig aus. Nein, oh Gott, crap. Zack. Oh. Nein! Halt ihr fest! Crap. So, warte mal, wir müssen uns genau... Oh, hat er noch... Nein, du hast doch einen zweiten Arm gehabt. Aber, was ich glaube, es ist gar nicht so... Oh, elegant. Elegant, jetzt schön in die Kanone. Warte, warte, Kanone, warte auf mich. Zack. Jawohl. 15,1 Sekunden. Und da haben wir wieder das beste Beispiel. Ich weiß, ich ramble jetzt hier einfach nur, aber weil mir auch dieses Projekt einfach so am Herzen liegt und ich das dann immer so schade finde, wenn dann so viele Crap-Level dazwischen sind. Deshalb, viele meinen dann ja auch, oh, Paluten, dir macht das gar keinen Spaß mehr, bla bla bla. Nee, aber mittlerweile ist es halt eben so, dass mir das so stark auffällt und ich dann einfach immer so entmutigt bin, pipapo. Und guck mal, 8 Votes, das Level hat 3 Sterne und, warte mal, hier unten, zum Beispiel das Level hat 2 Votes und hat einfach mal 5 Sterne, um das nochmal kurz zu verdeutlichen. Das war dieses Level hier. Dieses Level hat insgesamt eine bessere Wertung als das Level von Plampline. Das macht keinen Sinn, Leute. Was ist da los mit den Leuten? So, Paluten Impossible von LP Extern. Hi Paluten, das ist mein erstes Level. Okay, Bro. Ja, direkt weiter. Damit verschwende ich erst gar keine Zeit mehr. Das kann ja nicht wahr sein. Was ist denn da los? Wie viele Splasher sind da reingekommen, die einfach nur Crap erstellen wollen? Der dritte Teil der Reihe. Hol den Coin. Ich hoffe, dir macht das Level Spaß. Schwierigkeit 2,5 von 5 von Alex13b. Oh, Vorsicht, Baum. Okay. Autsch. Okay, ja, ich habe eigentlich eine... Warte mal. Hier. Nein. Oh Gott. Nein. Au, 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 au. Warte mal, das können wir eigentlich... Nein, 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 nein. Ja, ja, komm. Komm, 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 komm. Nein, das war so... Ja, das kann man eigentlich... Nochmal kurz zurück. Ich will nämlich Schwung holen. Warte mal. Zack, hier nach oben. Nee, nee, warte mal. Das muss ich mit einer Hand kann ich da irgendwie besser schweben. Nein. 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 Bitte. Okay, vielleicht schaffen wir es auch einfach so. Ich muss hier nur irgendwie... Nein! Ja! Komm! What? Ich will den Victory! Jawoll! Das war schon ein bisschen besser, weil man sehen konnte, wo die Schwerter hätten sein können. So, Paluten gefangen von Monstrum. Start, musst du ganz kurz Space drücken, dann musst du versuchen, dir deine Arme zu brechen. Um zu entkommen und zu überleben. Da bin ich ganz verstanden. Was? Ich muss mich festhalten? Warte mal. Und ich muss mir die... Ich hab's noch nicht. Ich glaube... Warte mal. Ah, Moment. Und... Hä, ich kann nicht mehr loslassen. Achso, jetzt, dann muss ich mir versuchen, die Arme zu brechen. Okay, das ist aber keine so leichte... Huh! Keine so leichte Aufgabe. Ich meine, ich kann ja nur das drücken. No. Hä? Ich muss mir das nochmal durchlesen. Start musst du ganz kurz Space drücken, dann musst du versuchen, dir die Arme zu brechen. Links-Rechts-Taste, um zu entkommen. Hä? Links-Rechts-Taste? Warte mal. Hä? Oh, jawohl! Und jetzt? Hallo! Hallo, Leute! Ah, okay. Einfach nur mal richtig lesen muss man das auch. So, Leute.
Und ich würde mal sagen, nach diesem kleinen schmackhaften Victory soll es für heute gewesen sein. Ich weiß, ich habe ein bisschen nicht mich unbedingt beschwert, aber ich habe einfach mal gesagt, was mich stört, damit es in Zukunft einfach nicht mehr passiert. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Motiviert mich jedes Mal aufs Neue, dieses Let's Play weiterhin so durchzuziehen. Ich bin auch einfach stolz auf dieses, weil ich habe nicht mal von Minecraft, meinem Singleplayer-Let's Play, irgendwie über 300 Folgen. Das ist einfach nur sick. Und es macht mir wirklich immer noch Spaß. Nur ich bin halt einfach manchmal ein bisschen demotiviert, wenn ich sehe, dass da manche Leute so crappige Level erstellen. Einfach um genannt zu werden, pipapo. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Booyah.